35 brandneue Fahrzeuge, die heute an einem Stück übergeben werden und ich bin mit dabei und zwar in Slowenien. Warum bin ich mit dabei? Ich möchte euch einfach mal zeigen, worauf kommt es denn so an bei so einer Übergabe und vor allem sehen wir uns auch typische Geräte an, wie wir sie am Ende wahrscheinlich alle verbaut haben und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr, sehr gerne dran. 35 Fahrzeuge werden heute gleichzeitig abgeholt und zwar nicht bei uns um die Ecke, sondern in Slowenien. Wir sind heute bei Bravia, denn da hat der Uwe Gante was ganz was Verrücktes gemacht. Er hat alle eingepackt, er hat ein riesen Event draus gemacht zur Übergabe der Fahrzeuge und ich habe es mir nicht nehmen lassen, habe mir gedacht, ich frage einfach mal nach, ob ich da mitfahren kann. So ein bisschen einen Blick ins Werk bekommen, aber eben auch nochmal in die Übergabe eines Fahrzeuges und genau das möchte ich heute mit euch gerne nochmal anschauen. Warum? Mir geht es gar nicht um die Übergabe selber, da gibt es ja schon ein Video dazu, sondern ich habe bei dieser Übergabe noch mal Sachen mitgedreht, wo ich sage, hey, das ist eigentlich für uns alle irgendwo interessant. Themen wie die Heizung zum Beispiel, Themen aber auch wie der Eiswächter von unserer Druma-Heizung, wenn das Wasser plötzlich weg ist. Und diese einzelnen Punkte, die seht ihr hier unten in den Sprungmarken und in der Videobeschreibung. Und da habe ich mir gedacht, da ist doch für uns wieder was Nützliches dabei. Deswegen sehr gerne in die Videobeschreibung gucken und euch einfach das raussuchen, wo ihr sagt, das wollte ich schon immer noch mal im Detail erklärt bekommen, weil ich es vielleicht wieder vergessen habe oder weil ich vielleicht noch mal ein paar Details dazu wissen wollte. Insofern hoffe ich, dass euch dieses Video Spaß macht. Ein Video mal ganz anders, ab von der Norm, die ihr sonst hier bei mir auf dem Kanal findet, aber wie gesagt, ich habe es irgendwie ganz spannend gefunden und ich fand es vor allem super interessant, aus so einer Abholung der Fahrzeuge so ein Event zu machen und deswegen habe ich am Ende des Videos noch mal ein paar Zusammenschnitte, was hier mit der Gruppe alles passiert ist, denn eins kann ich euch sagen, in einen großen Reisebus einzusteigen und dann in 70 voller Vorfreude geballte Gesichter zu gucken, das war für mich allein schon ein Erlebnis. Insofern wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und wir legen sofort los. Nachdem ich das Ganze hier nicht alleine machen möchte, nehme ich mir den Wieland zur Seite, denn du hast hier richtig Erfahrung, ne? Du machst das nicht zum ersten Mal, so eine Fahrzeugübergabe, glaube ich, ne? Ja, hallo, Wieland, mein Name von der Firma Gante. Fangen wir mit der Heizung an? Ja, können wir gerne machen. Perfekt, erklär uns mal, was haben wir denn überhaupt für eine Heizung? Also wir haben hier die Druma C4, also 4 kW Gasheizung und haben hier das digitale Bedienteil von der Druma, sogenannte CP+ Steuersystem. Ganz einfach, alles, was hier unter dieser schwarzen Linie steht und blinkt, können wir verändern, indem wir hier über den dicken Knopf das anwählen und dann können wir das verändern. Hier zum Beispiel dieses Symbol bedeutet die Temperatur im Fahrzeug. Können wir einstellen zwischen 5 Grad und 30 Grad, können wir verändern und den Wert, den wir haben wollen, einfach quittieren durch einen Knopfdruck und dann haben wir dann die Temperatur im Fahrzeug eingestellt. Das zweite wäre, alles, was mit Wasser zu tun hat im Fahrzeug, können wir hier Eco, Hot und Boost einstellen. Dort können wir zum Beispiel, also wir haben ja 10 Liter Wasser in unserem Boiler, da können wir ca. 45 bis 50 Grad, steht ja auf Eco, Hot 55 bis 60 Grad oder Boost, dann geht er, alle Leistung geht in den Boiler für die Warmwasserbereitung. Am besten ist immer auf Eco stellen, dann haben wir 10 Grad warmes Wasser. Alles, was über der Linie blinkt, versucht er jetzt zu erreichen, dass wir die Temperatur bekommen. Das heißt, wir hängen am Gas. Wir hängen am Gas. An was könnte man noch hängen? Das möchte ich euch an diesem Beispiel zeigen. Das ist eine andere Heizung, in dem Fall eine Dieselheizung, aber auch eine Druma-Heizung. Und das System verhält sich exakt identisch, nur mit dem Unterschied, dass ich hier zusätzlich mit Elektro heizen kann. Und an dieser Stelle kann ich eben umschalten, ob ich im Mix arbeiten möchte, also Gas mit elektrischer Unterstützung, oder ob ich nur elektrisch heizen möchte, warum auch immer und in welcher Intensität. Und by the way, auch gleich nochmal der Punkt, wenn du aus einem Menü wieder zurückgehen möchtest, hast du hier immer den Return-Button auf der linken unteren Seite des Bedienpanels. Und hier hinten dieser Lüfter, dieses Lüftersymbol, das können wir hier drüber beeinflussen, indem wir hier auf diesen Lüfter gehen, wenn er blinkt, können wir einmal auf Eco oder auf High, das ist die Drehzahl von unserer Lüftung. Damit können wir halt wie schnell das Fahrzeug die Luft umgewälzt hat. Normalerweise bleiben wir im Eco-Modus, wenn wir es schnell haben wollen, dann auch im High-Modus. Dann haben wir hier unten die Möglichkeit, Start, Stopp, können wir eingeben, wie früher bei einem alten Videorekorder oder bei einem Radiowecker, die Start- und Stoppzeit, wann das Fahrzeug anfangen soll zu heizen. Wenn wir tagsüber zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs sind und kommen erst spät abends nach Hause, braucht das Fahrzeug nicht den ganzen Tag an zu sein.
Wie programmiert man das Ganze? Das ist wirklich kinderleicht. Man wird durch das Menü durchgeführt. Als allererstes gebt ihr die Startzeit an. Wenn ihr zum Beispiel morgens ein mollig warmes Fahrzeug haben wollt, dann gebt ihr die Uhrzeit entsprechend ein, wann die Heizung starten soll, aber auch wann sie wieder stoppen soll. Danach wählt ihr die Innenraumtemperatur aus und ihr könnt auch zusätzlich oder auch nur auswählen, ob der Boiler an sein soll und auch in welchem Modus er laufen soll, für das warme Duschen beispielsweise. Danach stellt ihr ein, über welche Energiequelle die Heizung gespeist werden soll, den entsprechenden Modus der Lüftung. Dann bestätigt ihr das Ganze und dann seht ihr auch schon in der Statusleiste das entsprechende Icon. Wichtig auch noch zu wissen, das Programm ist so lange aktiv, bis ihr es bewusst deaktiviert. Dann haben wir die Möglichkeit, hier unten über dieses Symbol die Uhrzeit einzustellen. Wir haben jetzt 16.18 Uhr, da stellen wir das mal schön ein, 16.18 Uhr, zack. Hier über diesen Schraubenschlüssel, da können wir dann verschiedene Einstellungen machen, zum Beispiel Fahrenheit oder Celsius oder die Helligkeit oder den Stundenmodus, die Sprache oder auch Abfragemöglichkeiten, wie lange die Heizung schon gelaufen hat. Wir können ein kleines Set machen, das können wir alles hier über dieses Display machen. Wichtig ist, alles was über dem schwarzen Strich ist, ist der Ist-Zustand. Alles was unter dem schwarzen Strich ist, können wir verändern. Immer der Wert, der blinkt. Wenn das jetzt hier, wie gesagt, Temperatur, draufdrücken, verändern, wieder quittieren, dann haben wir bestätigt. So, und jetzt zu dem Thema Frostwächter. Genau, hinter diesem Deckel befindet sich unser Frostwächter, der hat die Aufgabe, unsere Anlage vor Frostschäden zu schützen. Wenn unser Fahrzeug mal irgendwo steht und es wird kälter wie 4 Grad plus, dann geht der Frostwächter von also alleine auf, entleert uns die Therme, dass da nichts kaputt frieren kann. Das ist ja mega toll ist, ne? Genau, also das ist einfach nur zur Sicherheit, wenn ihr das Fahrzeug halt über Winter durchheizt oder wenn es länger steht, auch komplett entwässert, dann braucht ihr diesen Frostwächter nicht. Aber wenn es passiert, dass das Fahrzeug mal irgendwo steht und die Anlage ist unter 4 Grad plus, geht dieser Frostwächter auf und euch friert der Boiler nicht kaputt. Und nicht, dass ich aus eigener Erfahrung berichten möchte, mir passiert sowas natürlich nicht, aber wenn du mal vergessen solltest, die Heizung einzuschalten, dann kann dir das echt den Hintern retten, weil das führt am Ende zu üblen Schäden. Wenn du jetzt aber unbedacht zurückkommst, hast irgendwie nicht mitbekommen, dass es so kalt war und du willst dich warm duschen, dann guckst du blöd, weil da ist kein Wasser mehr da. Und warum? Weil es eben rausgelaufen ist. Weil der Frostwächter aufgegangen ist. Jetzt füllen wir das nach, aber es läuft trotzdem raus. Genau. Und dann haben wir zwei Sachen zu beachten. Wir haben oben auf diesem Frostwächter haben wir einen blauen Knebel. Den stellen wir 90 Grad zur Fließrichtung. Wenn er ausgelöst hat, steht er mit der Fließrichtung. Wenn dieser Knebel 90 Grad quer zur Fließrichtung steht, ist er wieder scharf geschaltet. Aber wir müssen trotzdem zusätzlich vor Kopf von diesem Frostwächter ist noch ein kleiner blauer Knopf, so groß wie ein Centstück. Den müssen wir unbedingt wieder eindrücken, dass der wieder dicht ist. Das geht aber nur, wenn die Anlage wieder mehr wie 8 bis 10 Grad plus hat. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn die Anlage kalt ist, könnt ihr ihn nicht eindrücken, auch wenn wir 5, 6 Grad plus haben. Wir müssen, wenn wir es eilig haben, entweder mit einem Föhn diese schwarze Kiste wieder aufheizen auf mehr wie 10 Grad oder einfach die Heizung einschalten, eine halbe Stunde laufen lassen, dass unser Heizungsraum sich wieder etwas aufgewärmt hat. Und dann können wir wieder den Knebel querstellen und den blauen Knopf drücken. Der hier eingeblendete Frostwächter war übrigens wieder aus meinem Fahrzeug, schlichtweg, weil ich einfach mit der Kamera besser dorthin kam. So hat mir Wieland das gesamte Fahrzeug erklärt. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Wieland. Und wenn euch da noch mehr interessiert, zum Beispiel bei der Gasanlage, die Du Control, dann lasst mich das in den Kommentaren sehr gerne wissen, denn dann würde ich daraus nochmal ein extra Video machen. Jetzt würde ich euch gerne mal zeigen, wie spannend dieses gesamte Abholevent war für 35 stolze neue Fahrzeugbesitzer und wie man so eine Abholung richtig schön gestalten kann. Also hinter mir steht jetzt der Bus, 35 Fahrzeuge werden abgeholt, ich steige jetzt dazu und wir machen uns auf den Weg. Ich bin in Irschenberg eingestiegen, die ersten sind aber in Hamburg schon eingestiegen, sie sind also den ganzen Tag schon durch Deutschland durchgefahren. Heute sind wir am Irschenberg oder jetzt sind wir am Irschenberg und jetzt geht es weiter nach Slowenien und zwar direkt zu Pravia. Und ich würde sagen, wir hauen uns jetzt mal rein und schauen uns mal die ganze Reise an und ich freue mich drauf und bin sehr gespannt, diese 35 mal 2 sind sie eigentlich, vorfreudigen Gesichter jetzt dann zu sehen und mich mit Ihnen gemeinsam auf den Weg zu Pravia nach Slowenien zu machen. Also, dann rein mit uns.
Ja, und schon ging das Abenteuer für mich los. Das Ganze mit einem Luxus-Doppelliner. Und das Besonderste an diesem Bus war vor allem die beiden Fahrer. Ein Pärchen, die uns wirklich mit Liebe im Detail ans Ziel gebracht haben und vor allem absolut sicher. Und während die einen ihre Arbeit machten, konnten die anderen die Fahrt genießen. Was hast du hier mit dabei? Jägermeister und Ennekirsch. Und also Uwe, ich möchte jetzt nicht so nahe treten, aber du bist schon ganz schön blau. Spätabends kamen wir dann an unserem Wellnesshotel in Slowenien und nahmen uns erstmal eine Mütze Schlaf, ehe wir am nächsten Morgen frisch gestärkt durch ein tolles Frühstück direkt ans Werk von Pravia fuhren. Ja, und hier wurden dann alle ganz herzlich auch von der Gründerfamilie, der Thea und ihrem Bruder Simon und ihrem Vater persönlich begrüßt. Und natürlich warteten sie alle schon. Die 35 niegelnagelneuen Fahrzeuge, alle sauber aneinander aufgereiht vor den Werkshallen auf ihre neuen Besitzer. Und die haben erstmal ihre Fahrzeuge gesucht. Wer sich dann von seinem Fahrzeug lösen konnte, der konnte mit entsprechenden Kalkgetränken auf sein neues Fahrzeug anstoßen und dann ging es für alle in die Schulung und zwar in die Einweisung des Fahrzeuges. Hier wurde alles peu à peu wirklich im Detail erklärt und natürlich auch entsprechend präsentiert und vorgeführt. Hui, da haben sich alle eine leckere Gulaschsuppe verdient. Ja, und dann ging es für die neuen Besitzer zurück an ihre Fahrzeuge und es wurde ausprobiert und getestet auf Herz und Nieren. Und dabei standen alle Mitarbeiter von Uwe Gante, aber auch von Pravia mit einer helfenden Hand zur Verfügung. Und nach einem wirklich anstrengenden Tag ging es dann für die Teilnehmer zurück ins Hotel zu einem stärkenden Abendessen. Und für alle, die dann noch nicht genug hatten, ging es weiter zur Weinprobe. Hier empfing uns ein wirklich lustiger und sehr gastfreundlicher Winzer, der mit einer absoluten Leidenschaft seine Produkte vorgestellt hat und uns von allem kosten ließ. Und wir konnten natürlich nicht nur trinken, sondern auch richtig lecker Brotzeit essen für alle, die beim Abendessen noch nicht genug hatten. Und am nächsten Morgen waren alle überpünktlich wieder am Treffpunkt am Bus, denn es ging zurück zu Pravia und alle durften ihre Fahrzeuge übernehmen. Die einen traten ihre lange Heimreise an, die anderen machten sich auf Abenteuer in Slowenien oder sonst irgendwo. So, die Abreise ist angetreten. Alle fahren jetzt glücklich mit ihren neuen Fahrzeugen nach Hause. Es ist ein schönes Bild, euch alle zu sehen. Alles Gute, tatau. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat dir wieder was gebracht. Du hast das eine oder andere gelernt. Weißt jetzt zumindest schon mal, wie der Forstwächter funktioniert. Konntest dich vielleicht auf dein neues Fahrzeug schon optimal vorbereiten. Das würde mich wahnsinnig freuen. Wenn dem so ist, dann lass super gerne ein Like da. Das ist für mich eine tolle Bestätigung. Und jetzt wünsche ich allen, die hier ihr Fahrzeug gerade abgeholt haben oder euch, wenn ihr schon habt oder auch noch auf dem Weg seid, egal wie, immer ganz, ganz tolle Reisen. Und das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute. Euer Markus. Ciao.